Jonas, was geht bei euch ab? Junge, also das hier geht bei mir ab. Ihr werdet es nicht glauben. Ich konnte es selbst nicht glauben. Ich wollte mir diese Pip-Boy-Box holen. Ich war bei meiner Freundin, wir waren online, haben geguckt. Oh, die gibt's noch, geil. Also sie war tatsächlich noch available. Machen wir dann morgen. Da war es dann schon nachts und am nächsten Tag war dann aber irgendwas anderes und dann ist es 2 Tage verzögert. Alles passiert und wir wollten es dann bestellen. Und was passiert dann? Es gab sie nicht mehr und ich war schon so ein bisschen, ich war schon so leicht zerstört, aber ich habe gesagt, naja komm, eigentlich ist es jetzt nicht so wichtig. Ich nehme einfach das normale Spiel und ich war damit komplett, habe damit komplett abgeschlossen. Aber meine Mademoiselle hat mir einfach die Edition trotzdem gekauft, keine Ahnung, wahrscheinlich halt irgendwie für einen Aufpreis oder sowas, also echt ultra crank. Gestern Abend ruft sie mich an und sagt, hey Jan, kommst du zu mir, ich will dich sehen und hin und her. Und ich dachte, oh, meine kleine Schnecke ist dir nicht gut und so, ich komm. Und ich fahr hin, ist noch was, war voll lecker. Und dann sagt sie, ich hab noch was für dich. Und kommt hiermit schon angelaufen, aber mit einem Handtuch drüber. Und ich guck sie an und sag, hey, was ist das? Und dann fällt mir auf einmal ein, Moment mal. Kam nicht heute oder gestern Fallout raus? Und sie setzt sich erstmal hin. Und dann ich so, oh mein Gott. Und dann habe ich das Handtuch runter gemacht und hab mich übelst gefreut. Und ich werde das jetzt mit euch aufpacken. Ich mach's einfach mal auf und zeig euch den ganzen Jumbumble, der da drin ist. Ja, also das ist schon echt ziemlich cool. Ich habe mich extrem gefreut. Kinder. Hier ist einmal diese labbelige Verpackung. 40 GB Speicherplatz. Kinder. Ich schick's zurück. Das kommt in dieser ultra coolen Box. Ich filme es gleich nochmal vom Nahen. Nur, dass ich will euch jetzt das so kurz aufpacken, dass ihr das jetzt seht. Ich habe jetzt Lichtohr gemacht und so, ich bin schon zu Tode geblendet. Also man drückt hier drauf. Das gehört, blub. Und dann kann man das hier vorne aufmachen. Achtung. Hier haben wir einmal das Spiel. In der Steelbox Edition sogar. Ich fasse es nicht. Und dann denkt mich jetzt, aber warum ist es nicht verschweißt? Tja, ich habe es schon aufgemacht und gespielt. Ich habe ja ewig drauf gewartet, also wirklich. Ich habe doch da keine Zeit. Ich habe erstmal den schon mal installieren lassen, aber jetzt seid mir nicht böse. Aber diese Hülle, stellt euch einfach vor, wie ich diese Hülle abmache und rieche. Es riecht immer noch ganz neu. Da ist das Spiel drin, also bei mir nicht, weil es in der Xbox ist. Achtung, hier ist einmal ein Überlebenshandbuch für Vaultbewohner drin. Das Spiel, ich leg's mal hier drüben hin. Die Betriebsanleitung für den Pip-Boy. Hier ist ein Pip-Boy drin, den man sich tatsächlich an den Arm ziehen kann. Ein funktionaler Pip-Boy. Zu guter Letzt, schaut mal hier. Da man den Pip-Boy nicht immer am Arm trägt, kann man ihn einfach an diese wunderschöne Ding stellen. Schaut, rüttelfest. Ist es nicht ultra cool? Ich zeige euch jetzt die Sachen von Namen, pass auf. Also hier nochmal die Box, ja, hier, ne? Personal Information Processor für Vault 111 Deployment. Und dann hier unten noch so Jumbumble-Nummern. Open this way up. Hier habe ich schon drauf gejizzt, dass es passiert, wenn man so richtig hot auf das Spiel ist. Ihr wisst Bescheid. Consult your overseer for more information. Or refer to the enclosed operational instructions. Does not emit alpha, beta or gamma rays. Does not contain radioactive materials. Gut, sonst hätte ich es nämlich auch nicht angezogen. Hier oben drauf auch nochmal so richtig schicker Lagik. Wenn man es zumacht, klack, drückt man dann beides und dann kann man es öffnen. Hier der Poop-Boy. Da ist unten dran so Gummi, deswegen dreht sich das gerade so behindert, weil das richtig haftet. Hier, schaut, da ist unten an dem Ding nochmal sowas. Pip-Boy-Model oder so und so. Und der ist wirklich ziemlich cool ausgearbeitet. Ich will jetzt nicht gegen das Licht halten, aber ich halte gegen das Licht, wie dumm. Okay, also, schaut. Richtig hart Metall verarbeitet, ja, ist wirklich sehr wertvoll hier, diese ganze Geschichte. Hier sind die Rädchen, um das Ding dann richtig zu bedienen. Das ist wirklich das Standby-Bildschirm, aber ich zeige euch gleich richtig, wenn er an ist, wie der Hase läuft. Hier ist innen drin so weiches Material, das sich um den Arm schmiegt. Und hier ist aber nochmal so eine kleine Schlinge, damit man seinen Arm wirklich fester machen kann, dass man mit den Dingen auch rumrennen könnte, wenn man wollte. Das zeige ich euch gleich an meinem Arm. Hier ist die Pip-Boy-Anleitung. Die ist wirklich extrem. Achtet nicht auf die Glasflecken hier. Der Tisch ist schon die 100 Jahre alt. Hier ist eben alles schön auf Deutsch beschrieben, wie man das ganze Ding handhabt. Und da hinten sind nochmal so extra Sachen, wie man das Teil noch einsetzen kann. Als Nachttisch, als Diorama, Ungezieferfalle und so weiter. Und hier, da sind dann noch die ganzen Viecher erklärt, auf die man trifft. Also es ist wirklich sehr, sehr extrem cool gemacht. Ich will euch jetzt hier nicht alles durchblättern, aber ich mach's. So, des Weiteren kommt einem hier, man denkt, der Season Pass kommt einem hier entgegen, aber es ist nicht der Season Pass, es ist Werbung für den Season Pass und für The Elder Scrolls Online und Doom und hier eben für Fallout 3 ein Download-Code. Ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber das hier ist fast das Coolste, passt mal auf, warte mal. Wer Fallout kennt, weiß, dass man am Anfang seinen Charakter ja, naja, einstellt und hier sieht man eben die Stärke, Glück und so weiter, alles mögliche, die Einstellungsmöglichkeiten und darunter sieht man dann die ganzen Spieler, diese ganzen Figürchen, was man damit eben bekommt, zum Beispiel mit Stärke. Da wird man natürlich stark an sich, ja. Man kann dadurch besser rumschlagen, man kann besser schwere Waffen bedienen, man kann mehr tragen und so weiter und so fort. Also es ist eine Übersicht. World Life has its perks. Hier ist mein dummer Bleistift noch nebenbei. Okay, warte, ich zieh das Ding mal an und mach's mal auf. So, ich habe ihn nun angeschaltet. Oh yeah. Na, ist das was oder ist das was, hä?
Mit dem Pip-Boy kann man während dem Spiel auch noch mitwerkeln, wenn man die Handy-App eben mit seinem mit der Xbox verbunden hat. Ja, das kann ich jetzt aber nicht zeigen, weil ich es noch nicht gemacht habe. Aber soweit zu dem Unboxing. Das ist echt wirklich eine sehr schicke Geschichte hier. Da war wirklich, hier ist wirklich sehr viel Kram mit dabei. Ich freue mich, habe mich extrem gefreut. Danke, mein Schatz, du bist die allerbeste Schnecke der Welt. Jetzt muss ich halt noch ein bisschen spielen, nicht? Sonst komme ich ja nicht voran in dem Spiel da, Mensch. Also vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.